Jo, hi. Wir befinden uns gerade bei mir auf der Dachkammer. Und einige von euch haben sich garantiert schon gefragt, wo denn meine Videos hin sind. Also so, ich glaube, ich habe 5 gelöscht. Seid mir nicht böse. Es ist echt nicht böse gemeint. Das Problem ist, ich habe halt gemerkt, dass ich sehr viel Post bekomme in Richtung wie verbessere ich meinen Style? Ich habe Probleme mit meinen Eltern. Meine Mitschüler akzeptieren mich nicht. Ich bin nicht euer Psychologe und ich möchte auch nicht euer Psychologe sein. Ich bin nicht die Expertin und ich kann auch niemals Expertin sein. Das, was aus der Musikrichtung Emo entstanden ist, ist total verfremdet und nicht mehr das, was es vorzugeben scheint oder vorgegeben hat. Klar, sind Emo Mainstream geworden und eine Modeerscheinung und Fließbandprodukte. Manche kommen damit klar, andere halt weniger, aber was ist denn bitte keine Kopie? Die Resonanz, die ich auf die Videos gerade bekomme, ist mir zu groß. Ich wollte mich davon jetzt ein bisschen abkapseln, weil ich halt merke, dass ich sehr viel Energie auf dieses Thema verschwende. Also, dass ich viel online bin und nicht mehr so wirklich mein Real Life verfolge. Und das möchte ich ändern, weil ja, Energien freisetzen, umsetzen. Außerdem diese Diskussion, die da teilweise unter den Videos vonstatten geht, ist mir zu niveaulos. Auch schon zu niveaulos und zu beleidigend, um mir sie durchzulesen und um dort einzustreiten und versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen. Ich will mich gar nicht rechtfertigen, denn ich bin, wie ich bin. Wie soll ich euch das erklären? Ich habe diese Emo-Gruppierung in Schutz genommen, um eigentlich mehr Akzeptanz und Toleranz auszulösen und nicht Hass. Viele sagen, dass sie durch meine Videos gelernt haben, dass es auch anders geht, also außer Hass. Klar kommen dann doppelt so viele, die sagen, jetzt hassen wir sie noch mehr. Da ich mit dieser ganzen Situation nicht so zufrieden bin, habe ich mich entschlossen, die meisten Videos davon zu löschen. Weiterhin zu bloggen, macht euch keine Sorgen, es folgen noch mehr Videos, aber es wird einfach nicht mehr um dieses Thema gehen. Ich habe das davor auch ohne dieses Thema geschafft, hatte meinen Durchbruch dank diesem Thema. Danke euch auch für die Resonanz, für die Kommentare. Aber letzten Endes bin ich mit meinen Attributen am Ende dort noch länger durchzuhalten. Und ich vlogge einfach weiter fröhlich vor mich hin. Ihr werdet von mir hören, ihr werdet mich sehen. Garantiert wird es auch noch eine Menge Videos um dieses Thema geben. Ich bin nicht die Letzte, ich bin nicht die Erste. Mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Viele sagen, ja, psychische Störungen und was ich nicht alles haben sollte. Ich komme damit klar. Ich lebe mein Leben, ich bin, wie ich bin. Kein Ding. Einfach nur ein bisschen ruhen lassen. Bitte schreibt mir nicht unnötig Mails. Ich möchte mit niemandem MSN oder ICQ-Nummern tauschen. Ich habe Freunde. Ich brauche keine Freunde. Ich suche keine Kontakte. Ich suche keine Hilfe. Ich muss nicht in Therapie. Ich kann keine Style-Tipps geben. Ich bin kein Psychologe. Bitte lasst mich einfach meine Vlogs machen. Macht ein Plus, ein Minus drunter. Aber so viel Feedback und Antworten. Ich will auch noch ein bisschen an die frische Luft, deswegen sitze ich gerade hier oben, damit ich nicht den ganzen Tag für meine Videos im Keller hocken muss. Nein, ich hoffe, das war jetzt so genug. Das reicht ja als Erklärung. Man hört, sieht, riecht, schreibt sich irgendwie. Und Dankeschön.